Gold. Nutella. Meine Eier haben sich gerade gemeldet aus der Küchenmaschine. So, Chat ist auch an. Nutella. Wasserkocher. Ist auch da. Also am Start. Also ich ziehe bei mir. Man zieht nur meine Plauze. Ich ziehe normalerweise bei mir mal die. Ich stecke gerade alles, steckt wieder raus. Und meine behaarte kleine Mini-Brust. Ich habe meistens den Lüstling-Kaffee zu Hause. Ich habe letztes Mal irgendwie vergessen, Pulverkaffee zu kaufen. Ganz im Boden habe ich auch nicht, keine Kaffeemaschine, so eine Vollautomat habe ich auch nicht. Also meine Eltern haben so einen Vollautomat und ich besitze sowas nicht. Ich mache einfach hier ganz normal den Goldkaffee. Also, wie gesagt, ich habe doch das Spülwasser noch drin. Damit kann ich gleich mein Frühstücksgeschirr abspülen. Deswegen gehe ich einfach ins Badezimmer. So, zack. Und was ich noch habe, ist, was ich mal zeigen muss, ist eine richtig coole Tigerzahnbürste von meinem Sohn. Tigerzahnbürste und einmal Papa-Zahnbürste. Und jetzt war ich letztens bei Aldi einkaufen. Ich habe hier noch so Kinderzahnbürsten gesehen, so ein Zweierpaket. Mal gucken, kann sich nächstes Mal eine aussuchen, wenn er mal wieder bei mir schlafen darf irgendwann. Dann schränke ich die Eier im Eimer ab. Wie gesagt, nur wieder mal klippe ich das mal. Ein paar Highlights im Stream. Die Eier abschrecken. Ja, und bin auch alleine. Wetter ist schön. So sieht es aus. Brötchen aus meiner Leberwurst. Geil. Habe ich alles? Brötchen, Nutella. Jo, soweit habe ich alles. Dachte nur wieder, gucke ich auch mal Phoenix zu Hause. Also das ist ganz normal, über so eine Zimmerantenne habe ich das. Also machte sich McLaumen auf den Weg nach ganz oben. Das und das. Und das erstmal schön Salzstreuer, habe ich vergessen. Ich sehe gerade, Corned Beef habe ich auch noch zu Hause. Nice, ein Presskopf im Glas. Ich meine, hier kleiner süßer Salzstreuer. Jetzt will ich erstmal in Ruhe Mittag essen. Bettdecke hier, Sofa-Bettdecke hängt draußen hier zum Lüften. Und ja, der Sonnenschirm, den habe ich schon seit 5 Jahren oder so. Der ist langsam mittlerweile kaputt. Dann mache ich mal wieder, repariere ich mal wieder. Bratwurst aus Hessen vom Waldenzer Hof. Da habe ich mal gearbeitet, hin und wieder habe ich noch Kontakt mit denen und einmal Leberwurst. Und jetzt gibt es erstmal lecker schön Mittagessen oder Frühstücke. Also ich frühstücke gerne. Also Frühstück kann ich ganz Tag, also Brötchen essen und Brot und so. Da nicht viel los. Letztes Mal schon mal gemacht, letztes Mal war ich ein schönes Hemdchen und war alles im Schrank. Dieser Brötchen, also mein Aufbackbrötchen von Aldi, glaube ich, habe ich das mal gekauft.